Ja, hallo Axel, das ist mein 1000 Liter Becken im Esszimmer. Da siehst du die etwas größeren Fische. Die kamen natürlich immer wieder. Sie kriegen was zum Fressen. Das Becken selber ist so aufgebaut, dass es rundherum begehbar ist. Ich habe hinten dann zwei so Bullaugen, wo man von hinten reinschauen kann. Schaut recht interessant aus. Ja, das sieht man auch, da haben sie zwei Bärchen getroffen. Das ist dann der Längsschnitt. Ja, so schaut das Becken aus. Das sind die Fische. So. Jetzt würde ich eines machen, jetzt würde ich ganz kurz füttern. So, jetzt haben sie Futter gekriegt. Und die sind natürlich immer hungrig. So, jetzt zeige ich dir noch ein bisschen was von der Technik. Und zwar den Kasten selber kann man dann vorne so aufmachen. Da sieht man dann die Beleuchtung drinnen. Das Ganze stammt noch, oder die Technik von einem Meerwasseraquarium. Das heißt, ich habe da hinten dann einen Skimmer, wo das Ganze jetzt runter rinnt in den Keller. Und unten von einem 300 Liter Becken ja, empfangen wird. Das will ich euch jetzt gleich zeigen. So, ich bin jetzt im Keller angelangt. Ja, da sieht man jetzt hier dieses Becken. Habe das aufgebaut. Vorne sieht man drinnen die Nierosterspirale, wo das Becken geheizt werden, diese 1300 Liter in Summe. Und dann sieht man eben die Schwämme, die hier sind, die für die Reinigung des Beckens zuständig sind. Für die Steuerung des Beckens habe ich eben einen eigenen IKS-Controller, der ist auch noch aus meiner Salzwasser-Aquaristik, mit einem Schaltschrank dazu. Und links unten ist eben jetzt diese 3000 Liter Umwälzpumpe, die eben das Wasser immer wieder dann auch in das Essraum hinauf transportiert. So, ich bin jetzt im Heizraum angelangt. Da sieht man jetzt die Pumpe, die jetzt für die Umwälzung des Aquariumbeckens zuständig ist. Ist ein 500 Liter Boiler, der auch die Zentralheizung des ganzen Hauses versorgt. So, oben wieder angekommen, bin ich wieder bei den Fischen und wünsche noch alles Gute. Ciao!